Hallo Leute, ich bin hier am LogoFit und stelle euch das heute mal so ein bisschen vor, mein Training und was man hier alles für tolle Sachen machen kann. Das ist mein Lieblingsort sozusagen und dann kommt einfach mal mit. Ja, ich bin die Imke, bin jetzt seit knapp 4,5 Jahren hier am LogoFit und bin eigentlich hierher gekommen durch meine Schwägerin. Als ich sie kennengelernt habe, auch schon Anfang 30, habe ich so gedacht, wow, so gut kann Frau eigentlich auch so aussehen, wenn sie so ein bisschen mit Gewichten trainiert. Also ich bin total gerne hier. Ich fühle mich hier richtig wohl. So, hier vorne seht ihr den tollen Empfangsbereich. Ich check mich mal schnell ein. Dann gehen wir einmal nach oben zu den Umkleiden. So, hier links geht es zu den Männern. Da können wir jetzt nicht rein. Ja, und hier ist die Damenumkleide. Aber da musst du draußen bleiben und ich ziehe mich schnell um und dann geht's gleich weiter. In den Kursraum. Da gibt es ganz viele tolle Kurse wie Bauch, Beine, Po, Boxcorner, Pilates läuft da gerade, deswegen können wir jetzt nicht reinschauen. So, jetzt kommt ihr mal mit runter. Das ist jetzt das Studio. Hier vorne seht ihr den Trainerpoint. Die Stunde der Wahrheit gibt es hier, weil wenn ihr diese tolle Waage anschaut, dort könnt ihr euch dann sozusagen vermessen lassen, um zu sehen, was für Fortschritte ihr im Training gemacht habt. Das ist eine tolle Sache. Manchmal auch nicht so toll. Hier seht ihr einmal den Flex, super zum Dehnen, um die Muskeln geschmeidig zu halten. Wichtig bei euren Squats, liebe Mädels, damit ihr schön beweglich bleibt und auch schön tief runterkommt. Wer schön sein will, muss leiden. Dann seht ihr hier den E-Gym Circle, ein reiner Kraftzirkel ist das. Ja, und hier habt ihr nur Kraftgeräte, trainiert auch mal 60 Sekunden und habt dann von Gerät zu Gerät 50 Sekunden Pause. Ihr seht das alles hier an diesem kleinen, tollen Monitor. So, dann kommt mal bitte mit. Das hier ist der Milon Circle. Ihr seht hier die Wassersäule und es fängt jetzt an zu sprudeln. Das heißt, ich müsste jetzt hier mit dem ersten Gerät starten. Dann wechselt ihr zum nächsten Gerät und das macht ihr am besten 2 Runden. Und dann seid ihr hoffentlich fix und fertig. Wenn nicht, ist das Gewicht einfach zu niedrig eingestellt. Und ihr müsstet euch an den Trainer wenden, damit es höher eingestellt wird. Ja. Und dann nachher, wenn ihr Blut geleckt habt, ja, geht's ab auf die Fläche. Mit den richtig schweren Gewichten. So, jetzt sitze ich hier auf dem Fahrrad. Ausdauer muss ja auch sein. Cardio-Training, ihr wisst, ist wichtig. Ist eigentlich ideal, wenn das Wetter draußen schlecht ist und ihr keine Lust habt, durch den Regen zu joggen, zu walken oder Fahrrad zu fahren. Dann kommt ihr einfach hierher, habt nette Musik, es ist trocken, ja, und ihr tut was fürs Herz-Kreislauf-System. Und jetzt machen wir Kniebeugen. Dabei beachten musst du erstmal, dass du schon so weit wie möglich runter gehst, einfach schön im Rumpf stabil bist und dich wirklich versuchen, aus den Hacken hochzudrücken. Dass es wirklich dahin geht, wo wir Frauen das ja haben wollen, nämlich Oberschenkelrückseite und der Po. Heute Nachmittag ist es ziemlich gut besucht. Ich bin meistens morgens hier. Das Klientel ist aber morgens wie nachmittags wirklich nett, bunt gemischt. Also alle Altersgruppen sind vertreten. Lustiges Klima. Wirklich nette Leute hier. Ja, und hinterher, wenn ich dann trainiert habe, gibt es ganz wichtig den Eiweißshake, damit die Muskeln dann auch nämlich Futter haben. Sich im besten Falle ordentlich aufbauen, weil Eiweiß gibt Muckis. Ja, so ist das. Und der ist wirklich super klasse lecker, der Shake. So, ich sitze jetzt hier am Trainerpoint mit René und mal sehen, was er sich so für mich ausgedacht hat. Meinen nächsten Trainingsplan. Ich bin gespannt. So, ich habe jetzt mein Training beendet. Gehe jetzt duschen. Eine schöne heiße Dusche. Und danach geht es in die Sauna. Da könnt ihr natürlich nicht mit. Aber ich hoffe, ich konnte euch das Studio ein bisschen näher bringen, dass es einfach Sport was Tolles sein kann. Ja, also kommt einfach mal vorbei. Tschüss!